Ja, moin, moin aus München. Ich warte auf den Simon. Der ist gerade. Euer Lieblings-YouTuber nackt. Ja, mir sieht so gut aus. Ja. Leute, es ist sau heiß und ich kaufe gleich einen Ventilator oder irgendwas in die Richtung. Es geht einfach gar nicht klar. Gestern bist du aus Amsterdam wiedergekommen. 1A. Hast du die liberale Politik genossen? Du hast ja hier auch ein Rezept für ADHS. Ja, aber es ist immer schon ganz gut, immer neue Sorten zu probieren, so, weil da hat man ja nicht so viel Auswahl. Also ich habe jetzt eigentlich in Amsterdam jetzt auch nicht so viele Sorten probiert, aber selbst wenn es nur eine unterschiedliche war, merkt man schon immer so, dass es das schon immer ein bisschen anders ist. Ich glaube, es ist bestimmt gesund, Sorten durchzuwechseln, wobei ich keinerlei Grundlage für diese Behauptung habe. Vaporizer Joint? Ich glaube, da du ja deinen eigenen Shop hast, Ja. bist du befangen. Aber grundsätzlich bin ich ja der Meinung, Vaporizer, also kauft bei dem Herrn, damit er sich bald mal wieder ein T-Shirt leisten kann. Und einen Ventilator. Ich muss sagen, die Qualität schon echt geil aus. So, Ja. wenn, also natürlich jetzt keine akkurate Repräsentation, aber jetzt schon allein die Farben und so. Ja. Ist eigentlich nice, Mann. Simon bewundert gerade die Kamera. Sonst, wie geht's dir? 1A, super, nur heiß. Ja, danke, dass ich trotzdem hier unterkommen konnte. Kein Problem. Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück aus München. Ja, heute habe ich jetzt neben mir die Sophie sitzen. Hallo Sophie. Hallo. Erzähl doch mal kurz zu dir, wer bist du, wie alt bist du und weshalb setzt du Cannabis als Medizin ein? Also, ich bin Sophie, ich bin Studentin, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin Fibromyalgie-Patient. Viele Leute wissen gar nicht, was das überhaupt für eine Krankheit ist. Also, das ist eine hauptsächlich Schmerzkrankheit, wo man auch sehr erschöpft ist die ganze Zeit und sehr viele Begleitsymptome hat. Wie zum Beispiel Übelkeit, Schlaflosigkeit und so weiter. Was hast du vor Cannabis an Medikamenten für diese Krankheit eingesetzt? Also, ich habe tatsächlich eine sehr lange Zeit gar keine Medikamente nehmen können, weil eben auch die Diagnose sehr schwierig ist. Also musste ich mich sehr lange ohne irgendwas durchschlagen. Als ich letztes Jahr dann diagnostiziert wurde, habe ich Duloxetin bekommen. Das ist ein Antidepressivum. Das hat richtig spaßige Nebenwirkungen gemacht. Hat eigentlich nur alles schlimmer gemacht und ich konnte eigentlich nicht aufstehen oder sonst irgendwas tun, 6 Wochen lang. Dann habe ich noch Cymbalta bekommen, und diverse andere Antidepressiva tatsächlich und auch Schmerzmittel. Haben alle gehabt. Das war so, wenn ich fragen darf, so die unangenehmsten Nebenwirkungen, die du von den Medikamenten so hattest. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, einfach weil ich tatsächlich die Hälfte von allen Nebenwirkungen auf der Packungsbeilage hatte. Also es waren wahrscheinlich 20 Stück. Also Übelkeit, sehr starke Schmerzen, sehr starker Schwindel, so dass ich auch manchmal nicht wusste, wo oben unten war. Jucken, Restless Legs verschlimmert. Also da gibt es noch mehr, aber mehr fällt mir gerade nicht ein. So einen ganzen Haufen an Erkrankungen. Jetzt setzt du seit wie vielen Monaten, Jahren Cannabis ein? Hast du eine Kostenübernahme? Und wie zufrieden bist du sonst mit der Versorgung? Also ich bekomme seit März oder nee, Ende Februar diesen Jahres Cannabis auf Rezept. Und ich habe eigentlich anfangs schon etwas gemerkt, aber da war die Dosis noch nicht hoch genug. Aber als die Dosis dann da angekommen war, wo sie jetzt ist, habe ich deutliche Besserungen gemerkt. Vor allem dadurch, dass ich einfach schlafen kann, weil viele der Symptome, die ich habe, durch dauerhaft wenig Schlaf auch erzeugt und verstärkt werden. Was heißt bei dir wenig Schlaf? Also ich habe eine Zeit lang, monatelang, nicht nach
Orientierung aufbauen können. Wenn das dann gepaart war mit nicht einschlafen können, hieß es, dass ich dann maximal so 3 Stunden hatte und das dann auf Dauer mehrere Monate. Das ist wirklich irre. Also Cannabis hilft dir beim Einschlafen. Darf man fragen, welche Sorte da aktuell so dein Favorit ist? Also ich bekomme zurzeit tagsüber zur Energiesteigerung und gegen die Schmerzen Red Nummer 2 und nachts zum Schlafen und gegen die Schmerzen Mustelin. Das ist traumhaft, oder? Also ich berichte ja selber auch aus Erfahrung. Ich muss sagen, echt, das Stelio ist echt gut. Ja, viele sagen ja, es wird zurzeit etwas überhyped und ich verstehe, dass man da auch nicht ja, zu viel reinsetzen sollte, aber die Qualitätsabstufung, das kann man gar nicht beschreiben im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Red Nummer 2. Einfach, dass die Feuchtigkeit stimmt. Super. Ja. Du bist gut versorgt, in Sorten, du hast deine Sorten gefunden. Gibt es irgendwas im System, was dir so gar nicht schmeckt, wie man immer so schön sagt? Meinst du jetzt einfach eine Sorte, die mir jetzt gar nicht schmeckt? Grundsätzlich zum Gesetz, so aufs Gesetz bezogen. Ja, also dass Eigenanbau immer noch verboten ist, finde ich natürlich grauenhaft, einfach weil es noch sehr viele Patienten gibt, die aus diversen Gründen entweder nicht an ein Rezept kommen oder an Kostenübernahme oder nicht die richtige Sorte aus der Apotheke kriegen. Also fände ich das, wo man sich am ehesten noch ansetzen sollte, wenn das Gesetz gibt. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast hier in München. Sehr gerne.